Das Herz wurde ja oft als Ort der Seele über Jahrhunderte benannt. Ja. Ja. Und auch heute noch. Also wäre ja auch so eine Überlegung wert. Wo ist denn diese Seele jetzt überhaupt, von der wir reden? Tja. Also anzunehmen wäre ja, dass sie bei uns ist, im Körper. Ja, also wo sollte sie sonst sein? Hast du manchmal eigentlich das Gefühl, in so ganz verschiedenen Situationen, dass du aus dir herausgehst und das Ganze irgendwie vom anderen Blickwinkel aus siehst? Weißt du irgendwie, was ich meine? Vom Empfinden her? Ja, auf eine Metaebene. Ich sagte immer, ich gehe auf so eine Metaebene. Okay. Und verlässt dann vielleicht in dem Moment die Seele den Körper? Das ist eine sehr interessante Frage. Hast du eine Antwort? Nein, aber es könnte doch sein, oder? Weil sie kommt ja wieder zurück, ist klar. Du bleibst ja dann irgendwann wieder, bist du bei dir, sag ich mal. Aber vielleicht möchte sie auch mal ausbrechen und einen anderen Blickwinkel zeigen, um etwas zu sagen. Ich weiß es nicht. Vielen Dank. Also, ja, ich habe ehrlich gesagt noch nie so darüber geredet. Ja, aber das ist ja eben diese Forschungsreise. Hier auf der weißen Couch sind alle möglichen Reisen möglich. Oh Gott. Das finde ich jetzt hochinteressant. So habe ich das nie betrachtet. Ich auch nicht. Stehen wir weiter da und denken, wie kommt das? Ja, weil ich könnte am ehesten sagen, wenn ich jetzt ein Organ oder einen Sitz benennen wollte, würde ich auch dabei bleiben, dass es das Herz ist. Aber ich habe mehr diese Idee, dass es uns durchströmt, als so eine Art Energie, dass wir sozusagen, dass das überall durch uns durchgeht, diese Seele, ja? Und vielleicht will sie natürlich dann auch manchmal raus. Das könnte jetzt eine Erklärung sein für diese Metaebene oder aus sich rausgehen. Also das, oder im Solarplexus, oder, also dass sie im Knie nicht ist, tut mir jetzt auch leid fürs Knie, aber solche Orte kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ja. Aber das ist schon wieder so ein wissenschaftliches Denken, ne? Ah, okay. Man muss jetzt sagen, das muss irgendwo sein, das Ding. Ja, okay, du hast recht. Oder? Ja, wenn ich jetzt so das präzisieren wollte, ist es wissenschaftlich, ja. Und diese Erklärungsversuche. Ach, ich habe letztens was. Oh mein Gott, dass ich daran jetzt denke. Ist ja der absolute Wahnsinn.